Jo, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Heute mit der nächsten Mission. Und damit herzlich willkommen zu Infamous Second Son. Hey, ist da Delson Rowe? Nein. Ja, wer ist dran? Ich bin nur ein Riesenfan deiner Arbeit. Dein Tag auf der Space Needle, der Yin-Yang-Konflikt des Verlangens der Vögel, ja? Ich verstehe das alles total. Diese Macht, den machtlosen Sache. Und ich will helfen. Okay. Wenn du helfen willst, hilf mir, einen entflohenen Conduit zu finden, der sich im Lantern District rumtreibt. Oh. Warum suchst du ihn? Oder sie? Ich will ihm bloß die Hand schütteln. Oder ihr. Okay, also, ich habe gehört, dass DUP will alle gefangenen potenziellen Conduits zu dem Sammellager im Downtown bringen. Der Konvoi soll mitten durch den Lantern District fahren, über die I-90-Überführung. Okay, weißt du zufällig, ob jemand von denen wirklich Kräfte besitzt? Oh, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja. Ah. Hey, danke. Sorry, wie heißt du nochmal? Ich bin Eugene. Ein blöder Name, ich weiß. Hey, meine Mutter hatte Delson aus einem alten Western. Ein Cowboy. Gut, dann machen wir uns mal auf. Ich sollte mal so mal die Neonkarte wieder ein bisschen aufladen. Passt. Hör mal. Du ärgerst mich doch nicht, oder was? Den haben wir mal doch. Okay, dann machen wir uns mal auf. Also. Flupp. Hey Eugene, ich glaube, das Einfachste wäre, die Straße ein bisschen absacken zu lassen, ihm den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Du könntest sie einfach sprengen. Nein, nee. Dabei könnte der Conduit, den ich suche, draufgehen. Ich kappe bloß die Träger und durch das Gewicht der Laster senkt sie sich. Zack, Straße gesperrt. Okay, oh Mann, darum bin ich so ein Fan. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Na, dann komm und sieh zu, Mann. Aber aus sicherer Distanz, denn wenn wir Conduits loslegen, dann sterben wir im Abstand. Klar. Ich glaube, ich bleibe dann noch lieber zu Hause. Ich sag Bescheid, was Neues für den Konvoi. Eugene, wann soll der Konvoi hier auftauchen? Heute Abend? Ich weiß es nicht genau. Bist du noch an der Überführung? Ja. Ja, bin ich. Freunde mich gerade mit den Einheimischen an. Da oben ist aber gar kein Verkehr, Mann. Ja, weil die Überführung für die Zivilisten gesperrt haben. Bist du schon fertig mit den Trägern? Ja. Ja, alles bereit. Ich gehe jetzt rauf und mache mich bereit für ein kleines Spielchen mit den DUPs. So, da könnt ihr jetzt kommen. Scheiße. Verdammt. Natürlich. Und gute Nacht. Trottel. Ey, Eugene, red mit mir, Mann. Wonach suche ich in dem Konvoi? Keine Ahnung. Ich meine, die transportieren viele Gefangene. Also, vielleicht nach Bus. Wow! Was war das? Wow, was war das? Hubschrauber. Ein ganzer Schwarm. Aber ich glaube, in dem Nebel sehen die mich nicht. So. Im Zweifel kann ich mir eine andere Kraft holen. Kommt schon, gebt eure Gefangenen frei, dann machen wir hier Schluss. Hey, hab einen erwischt. Ich weiß nicht wie, aber ich hab einen.
So, der ist down. Scheiße, ich muss hier raus. Ja, ich bin tot. Scheiße. Und das am besten noch. Geilste ist, wenn du noch fest bist, nichts machen kannst und dann einfach die Leute. Gerade jetzt komplett mal orientieren. Los, okay, da sind noch ein paar Leute da, auf jeden Fall von denen. Ja, mein Gott. Ich kann nichts machen hier. Oh Mann, das hasse das. Wenn du da nichts mehr bewegen kannst und dann stehst du direkt vor dem und dir schießt dich mal kurz eben weg. Und der hat sie fast alle down und dann sagt er, nö, du nicht. Mal bis vor die hier irgendwie großen Ärger machen. Ich hab keinen Rauch mehr, verdammt. Doch, da vorne ist noch einer. Und jetzt ist mal gut hier. So, Bus zu suchen. Oh oh.
Irgendwie hat das gerade ziemlich wehgetan. Eugene, Mann, die Busse sind längst weg. Weißt du vielleicht, wo sie hin sind? Keine Ahnung. Der Funkverkehr ist totales Chaos. Ich verstehe nicht, wohin sie wollen. Warte. Du hast dich in den DUP-Funk eingeklinkt? Wie hast du das geschafft? Nur eine App, an der ich rumgebastelt habe. Hier, ich schicke dir den Link. Okay, hab ihn. Also, was macht die? Sie ortet Signale. Man kann den DUP-Funkverkehr belauschen. Aber das Coole ist, man kann auch die Richtung bestimmen, aus der das Signal kommt. Oh Mann, das Ding muss ich unbedingt ausprobieren. Kein Signal, höher klettern, okay. Eugene, Alter, ich empfange nur Rauschen. Bestimmt blockieren zu viele hohe Gebäude das Signal. Du musst vielleicht höher rauf für besseren Empfang. Gut, ich werde mir das jetzt anders machen. Ich habe jetzt Neon Kraft holen wieder. Weil mit Neon Kraft kann ich auf die Gebäude. Nein, immer noch nichts, Mann. Deine App taugt wohl nichts. Du bist einfach noch nicht hoch genug. Weiter nach oben. Hey, Eugene, ich empfange was. Sag ich doch. Keine Ahnung, wie viele Tote wir haben, aber auch ein paar AP. Kein Signal. Ich vermute, dass der hier irgendwo steht, der Bus. Licht aus. Okay, dann haben wir hier ein Problem. Oh, hier, das nächste. Dann weiß ich, dass der Bus hier irgendwo stehen muss. Ja, steht er auch. Der steht nämlich hier vorne. Den mal raus aus dem Spiel. So. Ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder Neonkraft. Habe ich wieder? Gibt es hier irgendwo? Ein bisschen zumindest, ja. Den Genedi. Okay.
Jemand muss vor mir hier gewesen sein. Das ist blöd. Ah, ihr seid neu. Bedauere, ich hab andere. Ja. Boah, leck mich doch. Die haben mich nicht lieb. Kuckuck. Hör mal. Geilst du, wenn du dann nochmal alles neu machen musst. Geil, wie krass das einfach mal kurz war. Das waren zwei, drei. Es geht das schon wieder los. Nein, ich muss hier raus. Ja, ich häng fest. Scheiße. Ich muss hier ein bisschen raus, gerade aus dieser Gebiet. Na, leck mich doch! Hau ab von mir! Aber wie schnell die einfach sind, ja? Ja, ich habe keine Chance, weil die zu dritt direkt drauf gehen. Die wissen, dass sie mich zu... Ich krieg ja nicht mal einen Down. Wenn ich die mal ein bisschen separieren würde, wäre es für mich einfacher. Direkt drauf, mit 5 Mann drauf. Leck mich doch! Oh nein! Jetzt spielst du halt ein bisschen höher. Komm her jetzt hier. Das war erstmal der Plan an der Sache. Jetzt mal hochkommen. Der spielt mit? Leck mich doch! Ey, das ist doch nicht wahr! Was sind das denn für Typen, Alter? Puh.
Hammer, ne? Ich dachte, spielst du Spielchen, aber dann hauen die dich tot. Du bleibst liegen und du kriegst auch einen auf die Fresse hinterher. Ich würde mit dir hinterher kommen, ja klar. Hey, ihr könnt nichts anderes als auf dem Boden, ne? Ich habe keine Chance gegen die. Ich habe keine Chance gegen die Jungs. Egal, wo du hingehst, die sind zu dritt. Ne, zu zweit sind sie, aber... Ne, zu dritt sind sie. Ja, welch eine Überraschung, Mann. Ich kann doch nicht gegen drei Leute, gegen so Leute antreten. Sie wissen sofort, dass ich da bin, wo ich sitze.